Willkommen zu einem neuen Video, Freunde. Ich weiß, lang, lang ist's her, aber man bedenke die aktuelle Situation mit Covid-19. Es geht alles etwas drunter und drüber, bei mir wahrscheinlich genauso wie bei vielen anderen. Also habt Geduld mit mir, es werden weitere Videos kommen und ich plane auch schon das nächste nachfolgend nach diesem Video, aufbauend auch auf diesem Video. In diesem Video geht es um das hier. Also einen coolen Titel-Intro, den ihr schön anpassen könnt. Das Ganze findet ihr auch als Projektfile, also so, dass ihr ihn editieren könnt, relativ einfach in meinem LumaFusion Ultimate Bundle. Download-Link ist hier oben, checkt es einfach mal aus, wenn ihr es noch nicht ausgecheckt habt oder heruntergeladen habt. Darin sind viele LUTs, Presets, Übergänge, Soundeffekte, alles, was ihr für LumaFusion braucht, enthalten. Und ihr könnt direkt losstarten und coole Projekte mit LumaFusion erstellen. Aber wir schwafeln gar nicht so lange, wir springen direkt in LumaFusion, damit ihr loslegen könnt. Aber bevor wir das tun, gebt dem Video noch einen Daumen hoch. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren, damit ihr kein Video mehr verpasst. Und wir legen los. Willkommen in LumaFusion. Heute möchte ich euch zeigen, wie ihr diesen minimalistischen Titel bzw. dieses minimalistische Intro, das ihr gerade gesehen habt, erstellen könnt. Dazu braucht ihr eigentlich nichts außer ein Projekt, was wir jetzt hier sehen, das mit 60 Bildern pro Sekunde gerendert wird. Also FPS auf 60 stellen. Ansonsten empfehle ich euch, ein Lied rauszusuchen. Wir werden Dirty Deep Bass Electric Drum Loop nehmen. Das Lied findet ihr in Storyblocks. Ihr seht hier oben auch den Titel nochmal, wie es genau heißt, bei Downloaded Media. So heißt es auch in Storyblocks. Aber wir starten, indem wir direkt einen Haupttitel einfügen, Main Title, und das Lied darunter ziehen, damit wir die Länge kennen. Jetzt verlängern wir den Titel auf die Länge von dem Lied. Dann tippen wir zweimal auf den Titel, damit wir in den Bearbeitungsmodus gehen, gehen zu dem Textmodus und entfernen mal den Text, der da steht. Fügen eine einfache Form hinzu und verlängern die zu einem recht schmalen Rechteck. Ungefähr so. Das Ganze versuchen wir dann so präzise wie möglich in die Mitte zu setzen, weil wir wollen ja einen schönen symmetrischen Titel. 50-50 bei X und Y. Jetzt setzen wir die Sichtbarkeit auf 0, aber fügen einen Rahmen hinzu, und zwar in Weiß. Da verändern wir dann die Breite, sodass wir den schön sehen können. Ungefähr so. Könnt ihr meinem Beispiel folgen? So schaut das Ganze doch toll aus. Nicht zu schmal und nicht zu dick. Jetzt fügen wir noch Text hinzu, und zwar schreiben wir da rein den Text, den wir haben wollen. Ich wähle jetzt eine andere Schriftart aus, weil ich die einfach schöner finde, und schreibe jetzt einfach mal Touch and Edit da rein. Sprich, das wäre zum Beispiel ein Titel für ein Video oder ein Intro für ein Video, für mir. Jetzt verändern wir noch die Größe von dem Text. Es sollte dem Rahmen schon ein bisschen Platz lassen. Also es sollte nicht so direkt am Rahmen kleben, einfach ein bisschen kleiner sein und natürlich auch schön gecentert sein. Also immer schön darauf achten, dass alles in der Mitte ausgerichtet ist. So, das schaut doch schon mal sehr schön, schlicht, aber elegant aus. Vielleicht machen wir es noch ein bisschen kleiner. So finde ich sogar noch besser. Jetzt wollen wir das Ganze animieren, damit es schön von links nach rechts ausgerollt wird. Dazu gehen wir zu Frame and Fit und Cropping und fügen bei 0 Bildern einen Keyframe hinzu. Dann ziehen wir rechts so weit rüber, dass man nur noch den ersten Balken von dem Rahmen sehen kann, also nichts mehr von dem weiteren Rahmen. Und dann ziehen wir Top und Bottom auf jeweils auf 50, sodass alles verschwindet und man nichts mehr sieht. Dann gehen wir zu ungefähr einer halben Sekunde, was in dem Fall 30 Bilder sind, setzen einen weiteren Keyframe und ziehen Bottom und Top so weit auf, dass man wieder den Balken sieht. Dann gehen wir weiter, ungefähr 2 Sekunden würde ich sagen. Setzen ein Keyframe und ziehen rechts so weit rüber, dass wieder der ganze Rahmen und der Text veröffentlicht wird oder man wieder alles sieht.
So, schauen wir uns das Ganze mal an in der Übersicht. Der Text wird sehr schön ausgerollt, genauso wollen wir das. Allerdings wird er nicht von einem weißen Balken ausgerollt, sondern er erscheint einfach nur. Das Ganze finde ich etwas zu langweilig, weshalb wir jetzt noch einen Titel hinzufügen, und zwar einen Overlay-Titel. Wir klicken zweimal drauf, um den zu bearbeiten, entfernen natürlich den Text und fügen wieder eine Form hinzu, und zwar einen 3 Pixel breiten Strich. Den drehen wir auf 90 Grad und verändern die Größe so, dass er genauso breit ist wie der Rahmen und genauso hoch ist wie der Rahmen. Das könnt ihr wieder schön sehen, wenn ihr meinem Beispiel folgt. Das Ganze ist etwas fummelig manchmal in LumaFusion, aber ich glaube, das kriegt ihr hin. Ungefähr so sollte das Ganze ausschauen, damit es einen schönen Abschluss von dem bis jetzt offenen, an der rechten Seite offenen Rahmen bildet. Das Ganze wieder schön ausrichten am besten. Schön mittig. Dann gehen wir zu Frame and Fit. Und jetzt fangen wir an, das Ganze zu animieren. Jetzt ziehen wir den Strich ganz nach links rüber, sodass er perfekt über dem linken Balken des Rahmens liegt. Dann gehen wir zu 30 Bildern, also einer halben Sekunde, weil genau dann unsere Animation beginnt, und fügen bei Blending, bei 0 und bei 30 Bildern ein Keyframe hinzu. Was wir jetzt machen wollen, ist, wir wollen den Rahmen erst erscheinen lassen, wenn die Animation losgeht. Das heißt, wir setzen bei 29 Bildern noch ein Keyframe und ziehen die Sichtbarkeit auf 0. Also funktioniert unsere Animation wie vorher, nur dass wir jetzt einen Balken darüber haben. Und diesen lassen wir jetzt den Text sozusagen ausrollen. Dazu gehen wir bis zu dem Punkt, wo der komplette Rahmen sichtbar ist. Sollte bei 2 Sekunden 30 in dem Fall sein. Genau da. Und jetzt schieben wir die Position X so weit rüber, dass unser Balken genau wieder auf dem Rahmen liegt, auf der rechten Seite dieses Mal. Hier auch wieder sehr präzise arbeiten, nutzt die Pfeiltasten dazu. Und dann gehen wir einen Frame weiter, setzen wieder ein Keyframe und setzen die Sichtbarkeit auf 0, weil dann brauchen wir den Balken nicht mehr. So, wenn wir jetzt bewegen, sehen wir, der Balken rollt den Text aus. Ist allerdings noch nicht genau an dem Punkt, wo wir es haben wollen, weil der obere und untere Strich des Rahmens etwas über den Balken hinausstehen. Das darf nicht sein, das heißt, wir fügen jetzt zwischendrin Keyframes ein und verändern die Position des Balkens so, dass er eben bündig mit dem oberen und unteren Strich abschließt. Hier könnt ihr auch gerne wieder meinem Beispiel folgen. So, das war es jetzt auch. Ihr seht, das ist manchmal etwas fummelig, aber wir wollen ja wirklich ein schönes Ergebnis. Jetzt verändern wir noch die Länge von dem Titel, weil wir brauchen ihn ja nur bis dahin und schneiden den Rest weg. Genau, perfekt. Und was wir uns jetzt noch kümmern, ist eine Ausgangsanimation. Weil bis jetzt würde der Titel einfach hinten aufhören. Wir wollen aber, dass er verschwindet. Und zwar wollen wir, dass er verschwindet nach dem letzten Clap, den man hört. Dazu setzen wir einen Cut an der Stelle und duplizieren
den Ausschnitt, den wir gesetzt haben. Den ziehen wir jetzt über den anderen Titel, klicken zweimal auf den unteren, auf Bearbeiten, gehen auf Titel und löschen die Schrift. Weil wir wollen im unteren Layer nur den Rahmen haben. Im oberen machen wir es genau andersrum, da löschen wir nur den Rahmen, weil da wollen wir nur die Schrift haben. Warum, seht ihr gleich. Wir klicken zweimal auf die Schrift, gehen zu Frame and Fit und setzen ein Keyframe bei 0 Sekunden und bei der Hälfte bei 15 Bildern. Und ziehen bei 15 Bildern Size Y auf 0. Dann gehen wir zu den Effekten und fügen den Swish-Effekt hinzu. Den setzen wir auf 90 Grad, damit er schön senkrecht ist, und fügen somit eine Bewegungsunschärfe hinzu, die wir allerdings bei 0 Sekunden reduzieren, sodass sie erst anfängt, wenn der Text zu schrumpfen beginnt. Somit haben wir eine schöne Animation, wie der Text verschwindet. Und jetzt sorgen wir noch dafür, dass der Rahmen verschwindet. Und zwar gehen wir wieder zu Cropping, setzen ein Keyframe bei 15 Bildern und einen am Schluss. Und am Schluss beginnen wir dann, den Rahmen sich einklappen zu lassen. Wir drehen sozusagen die Animation von vorher um. Also müssen wir auch den letzten Balken wieder so schön verschwinden lassen. Hier folgt ihr am besten einfach meinem Beispiel, könnt ihr euch in Ruhe nochmal anschauen, Bild für Bild, wie genau die Keyframes gesetzt sind und wie die Einstellungen bei Cropping sind. Jetzt können wir uns das Ganze nochmal anschauen, das ist schön flüssig, aber wir wollen dem Ganzen noch etwas Pep hinzufügen, weil wir haben ja eine schöne Beatmusik mit 3 oder 4 Claps drin. Und an diesen Claps wollen wir leichte Effekte hinzufügen. Dafür setzen wir dort Schnitte. Ich würde sagen, so 15 Bilder lang, oder nehmen wir 10, 10 ist auch okay, vielleicht sogar besser, weil es ein bisschen kompakter ist, und gehen auf Titel und verändern hier beim ersten die Farbe mal auf lila. Und zwar nicht die Farbe der Fläche, sondern die Farbe vom Rahmen natürlich und vom Text, Entschuldigung. Hier spinnt LumaFusion gerade ein bisschen, jetzt sieht man keinen Rahmen mehr, aber das ist ja nicht schlimm. Ich würde sagen, wir springen einfach zurück zu dem Punkt, wo wir aus Versehen die Fläche gefüllt haben. Hier, so, und jetzt verändern wir die Farbe vom Rahmen und die Farbe von der Schrift. Und wie ihr seht, müssen auch die Farbe von dem vertikalen Balken ändern. So. So, jetzt haben wir hier einen kurzen Farbeffekt drin. Aber da kommt noch mehr Claps. Und wir setzen wieder solche Schritte. Finden wir die mal. Hier ist wieder eine. Setzen natürlich wieder einen Cut. Wieder 10 Bilder vorwärts. Ja, wir nehmen nicht 9, wir nehmen genau 10, so wie vorher. Und wieder bearbeiten wir die Farbe. Nehmen wir diesmal nur eine andere. Und zwar nehmen wir einfach Gelb. Ich finde, Gelb und dieses Pink ergänzen sich sehr gut. Es hat diesen gewissen Neon-Effekt, der gerade mit dem schwarzen Hintergrund sehr gut kommt. Das Ganze machen wir natürlich wieder bei dem vertikalen Balken auch. So. Und unsere Animation läuft währenddessen weiter. So, und dann finden wir den nächsten Clap. Hier war er. Müsste diese Ausbeulung unten in der Tonspur sein? Ja, genau. Müssen natürlich sehr präzise arbeiten und das Ganze finden. Setzen wieder einen Cut. Gehen 10 Bilder vorwärts. Und was wir dieses Mal machen, ist, wir ändern nicht die Farbe, sondern wir invertieren alle Farben. Sprich, was vorher schwarz war, wird jetzt weiß, und was das weiß war, wird schwarz. Das heißt, unsere Schrift und der Balken bzw. Rahmen wird schwarz. Ungefähr so. Wir können natürlich aber auch einfach die Farbe ändern, weil es in dem Fall ja egal ist. Wir müssen ja keine RGB-Farben invertieren, sondern wir invertieren ja nur schwarz-weiß. Das heißt, wir ändern einfach die Oberflächenfarben der Schrift und des Balkens.
Und im unteren Bild fügen wir eine neue Form hinzu, und zwar eine große weiße Fläche. Ich hoffe, da sind jetzt keine Animationen dahinter. Schauen wir mal. Doch, natürlich ist es zugeschnitten noch. Das heißt, wir löschen noch die Keyframes bei Cropping. Ziehen hier alles schön auf 0. Und zwar überall, wo Keyframes sind. Am besten löscht ihr einfach alle Keyframes. Jetzt haben wir immer noch eine Animation drin. Ich lasse das auch genauso drin, damit ihr, wenn ihr solche Fehler seht, eben wisst, wie ihr es zu lösen habt. Jetzt seht ihr, wir haben hier noch 0 Komma-Werte, die ziehen wir wirklich alle auf 0. Jetzt sollte aber auch die letzte Animation raus sein. So, und jetzt haben wir eine Farbinvertierung. Sehr schön. Und das war es eigentlich auch schon von dem Titel. Also, ihr habt jetzt einen schönen, schlichten, eleganten Titel, aber trotzdem mit gewissem Pep und schön kurz. Das ist das Wichtigste. Was ihr machen könnt, wenn ihr diesen Titel fertig habt und sagt, vielleicht möchte ich den noch ein bisschen anpassen und ein bisschen ins Video reinnehmen, zeige ich euch beim nächsten Video. Könnt ihr gespannt sein. Gebt dem Video auf jeden Fall einen Daumen hoch und vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Und wie jeder andere Titel findet ihr diesen Titel als Projekt natürlich in meinem LumaFusion Ultimate Bundle. Also wenn ihr zu faul seid, den selber zu erstellen, gerne in meinem Selfie-Store vorbeischauen. Den Link findet ihr unten in der Beschreibung. Da habt ihr endlos Titel, Effekte, LUTs, alles, was ihr für LumaFusion braucht. Wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin. Ciao.